Heute sprechen wir ein bisschen zum Thema Augen. Vielleicht hast du schon festgestellt, dass bei jungen Menschen sind schöne Augen. Die Jungen haben sehr schöne Augen. Sie sind offene Augen, ja. Man sieht diese weiße Teil von den Augen sehr, sehr gut. Hast du schon mal vielleicht blinde Menschen gesehen und hast vielleicht festgestellt, dass ihre Augen, die sehen ein bisschen zu unnatürlich auf. Also die sind zu klein, zu total klein von alle Seiten. Total verschwand. Und das sieht man auch bei Menschen, die schon länger jung sind. Und die haben ja auch so kleine Augen. Menschen natürlich mit Problemen mit den Augen, die haben das Gleiche. Also, und das kann ja schon früher auftreten. Aber wenn du jetzt deine Fotos nimmst von früher und dich jetzt im Spiegel anschaust, siehst du vielleicht auch die Veränderungen in deinen Augen. Deine Schlupflider sind schwerer geworden, ja. Dann hier, vielleicht hast du irgendwelche Tränensäcke, ja. Oder vielleicht hast du sogar so Asymmetrie, dass dein Auge viel kleiner ist als das andere. Es hängt vielleicht sogar so rum. Und dass die Augenbrauen sind so schwer nach unten. Und hier hast du vielleicht noch so eine Falte. Das macht das Gesicht natürlich so traurig. Oder dass diese Seite, die geht ja so, ja. Die geht ja so und das sieht so aus, als ob du so ein weinerliches Gesicht hast. Früher war das nicht so, früher war das alles so schön straff. Ja, was müssen wir machen? Also gute Nachricht, wir können gegenwirken. Wir können nicht nur unsere Sicht, sondern auch das Aussehen verbessern. Aber Voraussetzung, du machst jeden Tag irgendwas dafür. Du machst Augenübung und vielleicht hast du schon meinen Kurs, mein 40-tägiger Augen-Online-Kurs entdeckt und bist schon dabei, jeden Tag mit mir zusammen zu arbeiten, körperlich, geistig, seelisch, und hast angefangen, für dein Sehen und für dein Aussehen, das liegt zusammen, jeden Tag was zu tun. Hier für dich eine extra Übung für schönere Augen und für besseres Sehen, damit wir unsere Augenringmuskel hier entspannen und dass wir hier natürlich so ein bisschen Lifting bekommen und damit auch unsere Sehen besser wird, ja, dass es Schärfe besser wird, dass du keine Brille mehr brauchst, wenn du irgendwas Kleines sehen möchtest oder in die Ferne guckst, was auch immer. Ja, auch wenn du heute schon Brille trägst, ist diese Übung absolut zu empfehlen. Die heißt Eule. Diese Übung heißt Eule. Was machen wir? Natürlich ohne Brille, ohne Kontaktlinsen wird jetzt gerade geübt. Was musst du machen? Also erst einmal richte dich auf, ja, und denke daran, dass deine Körperhaltung sehr, sehr, sehr viel mit dem Sehen zu tun hat. Wenn du hier verspannt bist und dass du alles krumm ist, dann ist das Blutflussfähigkeit hier gestört, die Lymphe kann nicht abfließen, ja, du bekommst wenig Vitalstoffe, Sauerstoffe im Kopf und natürlich wenig Ernährung für deine Augen. Also hier aufrichten, schöne Körperhaltung, schöne Haltung hier, kein Puckel, keine so nach vorne wie so bei Smartphone, sondern diese gerade Haltung. Das ist doch schön, das macht dich schön. So schöne gerade Körperhaltung und das ist gesund für deine Augen. Und wenn du dich aufgerichtet hast und denkst auch dabei, wenn du dich hier aufrichtest, kein Hohlkreuz machen, sondern wirklich auch hier gerade, weil viele, sie richten sich hier auf und hier gehen sie total in Hohlkreuz. So kannst du nicht ewig sitzen. Die Aufgabe ist gerade zu sitzen, auch hier und hier. Und entspannt, ja, dann ist es optimal. Jetzt machen wir die Eule. Wie funktioniert? Also, Brille weg, alles weg. Du schaust gerade und jetzt öffnest du deine Augen so weit, wie du kannst und stellst dir vor, als ob du deine Augenwimpern zu deinen Augenbrauen drückst, ja. Dabei ist wichtig, hier ist es wichtig, schau mich an, ja. Also ich mache so die Eule, aber ich runzle meine Stirn nicht. Das ist kontraproduktiv. Stirn zu runzeln ist total kontraproduktiv. Also hier verspannst du jetzt wieder deinen Ringmuskel. Das nochmal zusammen.
hier maximal deine Augen öffnen, aber hier entspannen. Wenn das jetzt nicht gelingt, wenn du jetzt hier sofort springst nach oben, dann könntest du hier so leicht halten und deine Augen maximal aufmachen und das Gefühl, als ob du deine Augenäpfel richtig nach vorne drückst. So richtig nach vorne drückst. Zählst bis 5 und loslassen. So, 1, 2, 3, 4, 5, loslassen. 1, 2, 3, 4, 5, loslassen. 1, 2, 3, 4, 5, loslassen. Das paar Mal. Jetzt spüre, es ist jetzt schon hier warm geworden. Ja, entspannt geworden. Wenn du jetzt gerade von draußen kommst und da war sehr, sehr helle Sonne, dann bist du so. Und bist du so hier alles so verspannt. Sieht nicht gut aus, aber es tut auch nicht gut. Gleich hast du schlechte Sicht. Also wenn du so gekommen bist und hier siehst du eine Falte, dann sofort denke an die Olle. Dich aufrichten, schön. Also Brille weg, hier vielleicht leicht halten, falls du runzelst. Und dann schön nach vorne drücken, entgegenwirken und loslassen. Nach vorne. Loslassen, loslassen. Ja, so einfach, kostet nichts. Also kostet wirklich nicht viel Zeit und es keine Investition. Das Einzige, was du tun musst, ist tun. Also, wer wirklich integrieren möchte, diese ganzen Geschichten im Alltag, dann auf jeden Fall Online-Kurs, 40-tägige Online-Kurs mit mir. Ich werde dir jeden Tag irgendwas Neues erzählen. Es wird auf jeden Fall spannend sein und es wird auf jeden Fall sehr viele Informationen für dich sein, die du im Alltag integrieren kannst. Alles Gute und schöne Sicht und schöne Aussicht für dein Gesicht. Tschüss, Lumira.